und herzlich willkommen bei Commander Jensor. Freitäglicher Vlog. Drivelog haben wir es eigentlich genannt, nicht Vlog. Ja, heute mal von woanders losgefahren, beziehungsweise ihr seid mit dabei, wie ich das Auto an der Garage aus dem Wald zu Schrott fahre. Nein, das seid ihr hoffentlich nicht. Und wir werden heute auch nicht des Nachbars Hund überfahren, wie neulich fast. Und auch nicht das Auto, was wir eben fast angekarrt hätten hinten. Das lassen wir alles mal aus, Tor zu machen. Tor zugemacht. Und wir fahren heute mal einen anderen Weg, was euch aber eigentlich nicht wirklich interessiert. So, jetzt nur mal. Echt tricky. Man sieht nichts und man hört nichts. Und man kann hier ganz. Und man hat, sag ich mal, 100% Schuld, wenn man ohne sich auswinken zu lassen aus einer Torausfahrt herausfährt und in den Verkehr. Momentan ist ja eine mega Kleinstraße hier, wo ich wohne. Und momentan wird da hinten, aber da bauen die mal wieder. Heißt, die reißen von Januar bis März, reißen die Straße auf, weil sie Telefonkabel legen. Dann machen sie die Straße wieder richtig geil zu, so mit Asphalt und richtig schön glatt. Dann reißen sie die Straße im Juni bis August. Naja, eigentlich Quatsch, weil die reißen die ja immer viel länger auf. Also Juni bis August reißen sie die auf und verlegen Wasserleitung. Dann machen sie die wieder zu. Und dann erinnern sie sich so im Oktober daran, dass man ja auch noch Abwasserleitung legen muss. Also das heißt, da ist jetzt schon ungefähr 3 Jahre Baustelle. Und naja, gut, das ist aber glaube ich überall so. Aber das ist mal, das ist mal eine echte, ja, wie soll man sagen, da könnte man mal als Staat richtig Geld sparen, weil du irgendwie ja, keine Ahnung, ich habe ja keinen Plan von sowas, ich bin ja kein Baumensch, aber ich würde mal sagen, du machst ja dreimal die Straße auf und zu und eigentlich nach einer Baustelle müsstest du ja die Straße nur einmal zumachen. Und insofern, was ist denn hier los? Das ist ja auch geil. Geht ein Typ über einen Zebrastreifen, aber nur bis zur Hälfte. Dann geht er wieder zurück. Ja, kann man machen, muss man aber nicht machen. Also, was haben wir denn Spannendes erlebt? In der letzten Woche nichts Spannendes erlebt. Was erleben wir dieses Wochenende Spannendes? Morgen Abonnenten fahren wieder. Denk mal so ab. Na, diesmal könnte es sogar schon früher sein, weiß ich, ab 7, 8 oder sowas in der Richtung, werde ich euch wieder Ingame-Einladungen einfach zuschicken. Wenn ihr Bock habt, fahrt ihr mit mir. Wenn ihr nicht Bock habt, dann sagt der Commander ist ein Arschloch, mit dem will ich eh nicht fahren. Alles in Ordnung. Und macht ihr natürlich nicht. Was gibt's noch? Was habe ich mir überlegt? Oder erstmal, was kommt demnächst bei Wargaming? Bei Wargaming sind die dabei, den nächsten Supertest zu fahren. Das heißt, die nächste WoT-Version kommt raus, das heißt, da kommen die Schweden, die Schwedenlinie kommt rein. Und das ist ja ganz geil, weil der Commander hat ja schon angefangen, mit dem Goldtank ein bisschen Mannschaft zu leveln und da freue ich mich auch drauf. Und jetzt kommt sogar, also man freut sich ja immer auf Sachen, die ein bisschen besonders sind. Und die Schweden werden ein bisschen besonders sein, weil sie nämlich TDs haben. Zumindest habe ich das von der TD-Linie gestern auf die Schnelle rausgelesen. Die haben nämlich TDs, die so eine feste Kanone haben, aber irgendwie die Wanne so hydraulisch anheben und senken können. Das heißt, du machst die Gun Depression, die machst du irgendwie über eine Wannensenk- und Hebefunktion, eine hydraulische, also in Real Life. Das machen sie wohl irgendwie so mit der X-Taste, womit du die Wanne feststellst. Mit der, wenn du X drückst, denke ich mal, dauert es ein paar Sekunden, dann ist der in diesem hydraulischen Modus. Und in diesem hydraulischen Modus kann der sich halt so, mal sehen, ob wir das hier hinkriegen, Bergkuppe, Panzer normalerweise so, kann der sich halt hydraulisch so hinschieben, dass er so Hulldown geht, aber so ganz komisch. Und weil der halt kaum Aufbau hat oder eigentlich keinen Aufbau, ist der wohl relativ geil Hulldown-fähig. Und jetzt kommt noch hinzu, dass in der neuen WoT-Version die Mechanik der Abpraller neu. Eine neue Mechanik der Abpraller kommt. Und mit dieser neuen Mechanik der Abpraller ist es wohl noch krasser, je spitzer der Winkel, ja, ihr schießt, spitzer Winkel, nicht spitzer Winkel, spitzer Winkel. Und mit dieser neuen Mechanik ist es wohl noch krasser, dass die
dass die Schüsse bouncen. So, und wenn ich das jetzt mal so eins und eins zusammenzähle und dann noch hoffe, dass Wargaming keine Scheiße baut, dann könnte es sein, dass dieser, dass diese Linie mit diesen Tanks, wahrscheinlich wird es aber, es war gestern noch nicht so richtig ersichtlich für mich, wird diese Linie dann vielleicht eine ganz lustige Linie, weil sie ein paar Grundfunktionen hat, die die anderen Tanks in WoT nicht haben. So, und da sind wir wieder dabei. Da bin ich ja immer auf der Suche, weil es A Spaß macht und B einen Vorteil schafft, wenn man damit umgehen kann, einen Vorteil schafft zu den Leuten, die damit vielleicht nicht umgehen können. So, vielleicht spannend, keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Aber auf jeden Fall, sowas finde ich mal gut. Sowas schafft Spielspaß. Ja. Ansonsten werden noch Minimaps überarbeitet mit diesen, ihr werdet es ja sicherlich gesehen haben, die Minimaps sind jetzt anders. Die sind grafisch einfacher zu überblicken. Das heißt, ihr könnt grafisch einfacher überblicken, wo sind die Gassen, wo kann ich durchschießen. Und ihr könnt grafisch einfacher überblicken, welche Häuser sind kaputt machbar und welche sind perma. So, und das sind ja wiederum Sachen, wenn ich das schneller überblicken kann, ist das ja ein Vorteil. So, gute Sache das. Ansonsten habe ich noch gesehen, kommen noch ein paar HD-Modelle. Ja, HD-Modelle für die Panzer immer gut, meiner Erfahrung. Der Panzer, der HD-Modell wurde, da haben die auch so ein bisschen irgendwie die Panzerungsberechnung neu gemacht. Und die Panzer, die HD wurden, hatte ich immer so das Gefühl, sind dann immer noch ein bisschen bounciger geworden oder haben sich im Positiven, sagen wir mal so, noch ein Stück weit verändert. Keine Ahnung, ob das Einbildung ist, aber ich habe das eigentlich auch von anderen Leuten gehört. Und insofern, ja, HD-Modelle immer gut im Game. Außerdem, wir spielen das ja, oder die überwiegende Zahl von, nein, sagen wir mal so, ich spiele das, weil ich was Geiles sehen will. Also ich spiele ja auch auf maximaler Auflösung, weil ich will, ja, am geilsten finde ich immer die Spiele, die Real Life, so, wo du so anschaltest und denkst so, boah, großer Monitor, 27 Zoll und es ist wie im Spiel drin sitzen. Das finde ich immer am geilsten. Also insofern finde ich es auch bei WoT geil, wenn die immer mehr HD-Modelle und sowas. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige unter den Spielern, der die Karte Paris geil findet. Aber jetzt nicht, weil sie taktisch so geil zu spielen ist. Paris ist ganz fürchterlich, finde ich. Sondern ich finde sie geil, weil sie einfach geil aussieht. Da ist hier mal ein Schild von einer Patisserie, also Bäckerei, Boulangerie, Fleischerei. Das ist schon richtig nice gemacht, finde ich. Und insofern bin ich ein Fan von Paris. Ja. Aber wie gesagt, nicht strategisch, weil ich finde, könnte auch sein, dass ich, wer mal interessant an die Map-Versteher bzw. die Pro-Gamer unter euch, was ihr von Paris haltet. Ich komme mit der Karte ganz banal nicht klar. Wenn du Arti fährst, hast du sowieso verkackt, da kannst du dich an eine Stelle hinstellen und mehr kannst du da nicht machen. Wenn du Tank fährst, da gibt es so die, naja, wie eigentlich auf jeder Map, diese paar Knotenpunkte, wo man sich hinstellen kann und wo man Spaß haben kann. Und das wäre mal ganz geil, wenn WoT, wenn die mal eine Map rausbringen würde, die einen Tunnel hätte, fällt mir gerade ein. Ich dachte, so ein paar Knotenpunkte, man kann gar nicht von A nach B, ohne dass man gesehen wird. Weil das wäre mal lustig. Doch, du bestimmt auch zu machen. Na gut, macht ja auch gar keinen Sinn, weil durch einen Tunnel, da würde ja wahrscheinlich immer irgendeiner am Tunnelausgang stehen. Naja, wie auch immer. Ja, was habe ich mir noch so überlegt? Ich habe mir überlegt, da ich zwar mit der Kamera zufrieden bin, aber nicht zufrieden bin mit dem Audio. Weil das ist schon manchmal so, wenn das Auto durch ein Schlagloch fährt, dann gibt es so ein komisches Krrr, im Audio. Das finde ich nicht so cool. Insofern habe ich mir mal überlegt, es gibt so kleine, ja, Diktiergeräte sind es eigentlich gar nicht. Das sind eher so portable Mikrofone. Ihr seht es manchmal auch, wenn irgendwelche YouTuber ein schnurloses, also mal für alle, die das noch nicht wissen. Wie wird es beim professionellen Film gemacht? Beim professionellen Film? Oder warum gibt es beim professionellen Film diese Klappe, die irgendwie ein Geräusch macht, wenn sie optisch zugeht? Ja? Diese Klappe wird ja ins Bild gehalten und geht zu und macht, jetzt können wir gleich mal sehen, wie synchron mein Audio zum Bild ist.
Und diese Klappe ist dafür da, weil beim richtigen Film wird Audio getrennt von der Videospur aufgenommen. Das heißt, ihr habt eine Kamera, die nimmt aber nicht das Audio auf, so wie eine Videokamera oder wie eine GoPro oder sowas, sondern die ganze Audiogeschichte wird mit einer Tonmaschine aufgenommen. Und deswegen ist diese Klappe am Anfang, weil damit weiß derjenige, der den Film nachher schneidet, bam, Klappe zusammen, jetzt muss das Geräusch kommen, der Scheiße. Der nimmt die Tonspur und schiebt die Tonspur dahin, wo optisch diese Klappe zusammengeht. Und deswegen gibt es diese Klappen. Ganz lustig, wusste ich, aber ganz ehrlich, ich habe die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen, wusste ich bis neulich auch nicht, aber kommt meine Tochter irgendwie nach Hause und sagt, ja, wir haben einen Film gedreht und haben gelernt, die Klappe. Ich so, ja, die Klappe, die ist dafür da, auch wieder sehr geil, Vater, ne? So Vater weiß alles so, neunmal klug. Ich so, die Klappe ist dafür da, dass man dort draufschreiben kann, welche Filmszene gedreht wird. Meine Tochter so, nee, ist sie nicht. Und ich so, ja doch, ist sie doch, du hast doch gar keine Ahnung. Natürlich habe ich es nicht so gesagt, aber etwas von dir. Und sie dann so, nee, die Klappe ist zur Audiosynchronisation. Und ich so, what? Tja, wieder was gelernt, Commander. Ganz schön peinlich wollte ich gerade sagen, aber es ist natürlich nicht. Ich freue mich natürlich immer, wenn einer mehr Ahnung hat als ich, weil ich liebe es, jeden Tag was zu lernen, weil es ist so, das Leben ist sonst so langweilig, man weiß schon so viel und wenn du 1000 Filme gesehen hast, wo immer diese olle Klappe runtergeht und du denkst immer so, ja, das ist dafür da, damit die da ihre Szenen aufschreiben können und irgendwann, du bist über 40 Jahre am Leben und irgendwann kommt einer, der sehr viel kürzer am Leben ist als du und der sagt dir, nee, die Klappe ist zur Audiosynchronisation. Tja, ja, da haben wir ja wieder was gelernt. Das werde ich tun. Also, wie kamen wir zu dieser ganzen Geschichte? Wieder Laberflash gehabt hier. Wir kamen zu der Geschichte, weil ich sagen wollte, dass ich mir höchstwahrscheinlich ein externes Audiogerät, ich weiß noch nicht was, da gibt es von der Firma Zoom, gibt es da einige, die ganz cool sind, weil man sie so als Mikrofon auch benutzen kann und jemand interviewen kann. Und langfristig ist ja von mir auch geplant, dass ich zum Beispiel nach Munster, da hatte ich ja hat dann leider nicht geklappt, weil ich krank geworden bin. In Munster hatte ich einen Termin mit der Marketingabteilung vom Panzermuseum Munster und da wollte ich dann gerne aus diesem Termin auch ein Interview machen und die mal interviewen, was das Museum so kann und macht und hat. Und deswegen finde ich, ist so ein Mikrofon gar nicht so verkehrt. Ich kann es benutzen für die Vlogs, dann schmeiße ich das nämlich auf den Nachbarsitz, kaufe mir noch so ein Revers-Mikrofon mit so einem Feldpuschel und hier Feldpuschel, ich stecke das Mikrofon in den Feldpuschel und dann können wir die Tonlautstärke beeinflussen und haben wir diese Effekte, die kommen, weil Kamera an der Windschutzscheibe hängt und der Mini zwar ganz geil hart gefedert ist und es auch Spaß macht, mit dem Go-Kart durch die Gegend zu fahren, aber es in so einen Fällen kontraproduktiv ist, weil die Kamera halt eben Knackgeräusche macht. Naja, halb so wild. Was habe ich noch zu erzählen? Eigentlich nichts weiter. Dann würde ich mal sagen, ja, für die Berliner unter euch, heute sind wir eine andere Strecke gefahren. Und das ist ja auch mal ganz geil. Ich könnte da direkt mal ein Berliner Gewinnspiel machen. Wer erkennt, wo ich lang gefahren bin? Interessiert mich trotzdem. Wer erkannt hat von den werten Berliner Kollegen, wo ich heute lang gefahren bin? Ich kann, nein, ich werde das nicht sagen, weil das würde, vielleicht kann man die Schilder erkennen. Kann man die Schilder erkennen? Nein? Ich weiß nicht, ich habe ja kein Display. Anyway, ich würde mal sagen, macht's gut, es hat mich wieder gefreut. Peace out!